Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video zu der Met-Vorstellung von Descent 3000. Wir schauen hier gerade runter von der Bergstation der Pendelbahn. Schön. Die Map ist von Seve Tarzan, wurde heute Vormittag released. Ich habe jetzt endlich 8 GB RAM in meinem Rechner. Geht. Läuft. Wir springen jetzt hier erstmal runter. Bahn ist geschlossen und wir können da mitfahren. Oh, das ist cool. Das ist cool. Die Map befindet sich noch in der Beta. Ich kann es ja jetzt hier mal zeigen. Wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Anlagen. Ne, 8 Anlagen. Hier unten ist noch ein kleiner Schlepplift. Ich war ja im Sommer. War ich für ganz, ganz kurze Zeit in Disentis, also wirklich halbe Stunde oder so. Weil wir sind hier mit der Matterhorn-Gotthardbahn, wir kamen von Andermatt, sind hier vorbeigefahren. Und hier hat dann unsere Reise geendet, dann sind wir mit dem Bus ausgestiegen und weiter nach Chur gefahren. Gut, ja, es gibt hier einmal den Schlepplift Ardendis. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie man es ausspricht. Das ist ja Graubünden, rätoromanisch müsste das sein, rätoromanische Schweiz. Haben wir einmal die Dreiersesselbahn Palais. Dann haben wir hier den Lift Lai Alf Petz Ault. Keine Ahnung, wie man spricht. Dann hier den Gendusas Lai Alf. Dann haben wir hier die Vierersesselbahn Kashiwedera Gendusas. Dann haben wir hier den Schlepplift Palius, den Ponylift und das Förderband Kashiwedera. Dann die Luftseilbahn Akletta. Die Luftseilbahn Akletta Kashiwedera. Oh, die ist teuer. Hier die Skiwiese Sachs, das ist hier dieser kleine. Okay. So. Als Startfahrzeuge haben wir einmal hier einen Pistenbully 400. Und zweimal den Everest von Alpine 3D Design. Jetzt sollte ich schon wieder Alice Brandy Modding sein. Und wir haben hier ein lustiges Quad. Und das schnappen wir uns jetzt nämlich auch. Also man braucht auch das DLC 1 anscheinend. Okay, man kann es auch ohne das spielen und wir sind gerade eben an einer Tankstelle vorbeigefahren. Gut, wir sind jetzt nämlich hier an der Bergstation der Luftseilbahn. Ich weiß nicht, wie die heißt. Auf jeden Fall der Luftseilbahn. So, hier haben wir ein Förderband, das gehört uns zu Anfang. Also ich kann es ja mal zeigen. Es gehört hier der Ponylift, der Palius und das Förderband Kashiwedera. Ich fahre jetzt mal, da ich mich in Descentis nicht so auskenne. Oh, sind aber ganz schön viele Flächen. Ja, was soll's. Die Map befindet sich in der Beta, seht ihr ja hier zum Beispiel, ist ein Riesenloch drin. Aber davon lassen wir uns jetzt nicht abbringen. Hier haben wir direkt. Um Gottes Willen. Ist das hier bucklig? Die Talstation des. Eines Schlepplifts, die uns gehört. So, wir tun jetzt ein bisschen hier vorspulen, mal gucken, wann die Anlagen dann in ihren Betrieb gehen. So, jetzt. So, das können wir uns schön mal hier ansehen. Hier haben wir einen schönen Schlepplift und irgendwie. Teilweise gibt es leichte Ruckler. Na, das ist nicht schlimm. Also, schön modelliert. Sieht für mich ein bisschen nach Garaventa aus, wenn ihr mich fragt, aber ich weiß jetzt auch nicht genau, von welchem Hersteller die Bahn ist. Keine Ahnung. So. Da unten haben wir noch einen Tellerlift. Das ist dann vermutlich der Ponylift. Schauen wir uns hier mal direkt an. Jawohl, das ist der Ponylift. Fahren wir mal an dem seine Trasse hoch und. Oh, das ist eine interessante Trassenführung. Mal wieder für einen Schlepplift, wo es mal schön hoch und runter geht. Leider ist es noch ein bisschen hubbelig, aber wie gesagt, es liegt auch dran, dass es die. Oh, die Map in der Beta ist. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht ins Gemüse ab. So,
So, sieht so aus, als wäre hier oben Sackgasse. Da müssen wir jetzt irgendwie hier probieren, hier hochzufahren. Also für mich macht die Map schon mal einen guten Eindruck. Ich glaube auch, dass sich hier der Sevitarzan viel Mühe gegeben hat. Aber das ist eine riesen Map, wenn ihr euch das reinzieht. Ist echt groß. Jetzt mal hier in der Innenansicht. Hier haben wir die Luftseilbahn. Die Fähresesselbahn, die haben wir schon gesehen. Jetzt würde ich mal gerne darüber fahren. Irgendwie. Ja, sieht's aus, als hätten wir eine Scherenstrecke hier. Interessant. Um Gottes Willen geht's da runter. Also das ist jetzt hier zum Beispiel noch der unfertige Teil der Map. So. Um Gottes Willen. Wir müssen jetzt irgendwie schauen, dass wir hier rüberkommen. Ich glaube, hier ist auch so eine Art Verbindungsziehweg darüber. Aber ich weiß auch nicht, inwiefern jetzt da drüben schon was fertig ist. Ne? Fahren hier schön rum. Was haltet ihr da davon, dass wir hier drauf auch ein Let's Play machen? Aber wenn wir das machen würden, also ich blende mal hier so an der Stelle die Infokarte ein, können Sie ja abstimmen. Und wenn wir das machen würden, müsst ihr euch aber als Konsequenz im Klaren sein, dass ich dann vermutlich Weißenthal beenden muss, weil zwei SRS-Projekte auf einmal. Ist nicht so geil. So. Hier haben wir den. Was ist denn das? Dreier, Zweier? Sieht, ja, das sind Dreier. Dreier-Sessellift, der geht da hoch. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir hier mal die Piste da hochfahren. Das müsste dann theoretisch hier der da sein. Und da oben ist da noch ein Schlepplift. Da fahren wir auch mal hoch. Irgendwie. So, da. So. Ist halt der Nachteil bei so großen Maps, dass sie, ich sag mal, relativ ressourcenfressend sind. Ich hoffe, dass das bei unserer Map vom MMT nicht so extrem der Fall ist. Also ich habe jetzt vor ein paar Tagen schon mal ein bisschen Test spielen dürfen und ich fand das eigentlich relativ angenehm, das Spielerlebnis. Das ist dann noch nicht so viel fertig, aber. Ja gut, aber dazu sage ich jetzt auch nicht, weil sonst haut mich wieder um Nick. Ja, es ist ein schöner Durchhang. Das sehe wie echt gut gemacht. Ja. Schauen wir uns mal an. Ich glaube, da hinten im Loch müsste dann noch der Schlepplift hochgehen. Also ich kenne mich ja bei dieser. Ah ja, da. Nee. Oder? Also ich kenne mich jetzt in Disentis 3000 nicht so gut aus, vom Skigebiet her, aber genau, da unten ist der Schlepplift. Echt doch nicht so schlecht. Ui. Hier schwebt eine weiße Fräse in der Luft. Interessant. Interessant. Seht, also hier ist noch nichts, nicht viel fertig. Zwar läuft hier schon die Seilscheibe und so, aber da ist jetzt auch nicht so viel. So, ich glaube, in dem Bereich sollten wir uns eigentlich auch gar nicht wagen. So, ich guck mal darüber.
in Perspektive regelt, würde ich sagen. Ich sehe da drüben nämlich ein Seil flackern. Oh, ich bin ein bisschen krank. Das ist wieder doof. Scheiß Jahreszeit hier. Okay, hier liegt noch nicht so viel Schnee. Wow. Haben wir auch noch eine Bahn. Aber besser gesagt, ich will mir jetzt nämlich mal den Talbereich anschauen, beziehungsweise auch hier mal die Bergstation der Luftseilbahn ein bisschen genauer. Schnapfen, sage ich schon. Wir stapfen durch den tiefen Schnee. Ja, hier geht die Tür schon auf. Da sind anscheinend Läden. Kann man hier auch rein? Nee, kann man nicht. Naja, das wird vermutlich hier ein bisschen ressourcenfressend sein, die ganzen Stühle. Vielleicht ist ja da mal was. Hier kann man auf jeden Fall alle Anlagen und so kaufen. Hier haben wir ein schönes Lüftlerhäuschen. Nicht ausgeschmückt, aber macht ja nichts. Hier kommt gerade die Kabine hoch bzw. runter. Und das werden wir jetzt mal ausprobieren, ob das funktioniert. Okay. Interessant. So. Können wir hier ordentlich Gas geben. Ein Feature aus der Standard-Map Stutzmatt. Während der Fahrt können wir uns hier mal die Kabine ein bisschen genauer angucken. Das Laufwerk. Schön detailliert. Hier auch das Zugseil schön mit eingebunden. Natürlich wäre es noch schön, wenn man in die Kabine reingucken könnte, aber ja, im Großen und Ganzen passt es schon. Haben wir auch eine ordentliche Bewaldung. Relativ dicht, gefällt mir. Tut zwar ein bisschen Ressourcen fressen, aber was soll's. Und oh mein Gott. Schöne, wie heißen die Seilreiter? Auf jeden Fall, die dienen dazu, dass das Seil in Position bleibt und bei so langen Spannfeldern sich nicht gegenseitig verheddert. Ist nämlich schon oft passiert und ja. Okay. Hier ist doch nicht so gut gesplined, aber ja. Kann man jetzt nicht meckern. Finde ich jetzt nicht allzu schlimm. Für das. Dass die Map noch in der Beta ist, ist da alles noch relativ gut. Ja, Pendelbahn finde ich persönlich sehr ansprechend. Ich war ja in Andermatt-Sedrun, da bauen die eine. Oh, ist die lang, die Bahn. Da haben ja auch das Skigebiet Gamsstock oder wie das heißt. Ah, das sind die Stützen, die mir Nick gezeigt hat. Ja, dann. Okay. Und da haben die auch eine Pendelbahn. Und Pendelbahnen sind in der Schweiz sehr beliebt. Habe ich das Gefühl. Also in Österreich sind die eher seltener anzutreffen. Ja, trotzdem noch häufig, aber jetzt in Österreich, da dient meistens so eine Pendelbahn. Zum Beispiel in Laax haben die sehr viele Pendelbahnen. Zwei Stück. Nee. Gehört auch zwei Stück, glaube ich. Ich finde es auch voll cool, wie sich hier das Laufwerk anpasst und alles. Ich glaube, es ist auch eine sinnvolles Mittel, hier Geld zu verdienen. Und hier unten ist halt leider noch nicht viel fertig. Aber das, was ich bis jetzt gesehen habe, gefällt mir enorm. Also wirklich. Hut ab vor dir, Sevi. Also hast echt gut gemacht. Und ich denke, in der
Im halben Jahr oder so wird dann auch hier unten alles fertig sein. Also meine Einschätzung, ich weiß ja nicht, in welcher Geschwindigkeit jetzt das der Sevi gemacht hat. Also ist schneller als Brandy. Hat direkt wieder Feind gemacht. Ja. So, jetzt müssen wir hier mal vom Gas runter. Wir haben 8000 direkt mal gekriegt. Das ist nicht schlecht, Leute. Das ist nicht schlecht. Und damit beende ich auch die heutige Mod-Vorstellung. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, lasst ein Abo da. Schaut auf jeden Fall auf die Infokarte. Stimmt ab, wollen wir diese Map Let's Play? Soll ich die Map Let's Playen? Oder sollen wir bei Weißenthal bleiben? Weißenthal wird eh nicht mehr so lang laufen, spätestens wenn die Planet draußen ist, ist Weißenthal beendet, aber wie gesagt, eure Entscheidung. Also so, die sind 3000 wird sich ziemlich gut als Übergangsprojekt zum Beispiel, ich sag mal, machen. Ja, schreibt's, nee, nicht in die Kommentare, macht auf jeden Fall die Abstimmung und ja, alle Links zum Download und so weiter, beziehungsweise zu Sevis Webseite und so sind auf jeden Fall in der Beschreibung, schaut da mal rein. Macht's gut und tschüss.